Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensauer in der Garage. Yay, ein neues Jahr, 2017. Mal sehen, wie lange man noch 2016 schreibt, wenn man Datum schreibt. Das ist ja immer mein Fail. Zieht sich ungefähr so bis Februar. Aber das kriegen wir auch schon noch hin. Ja, ich musste ein bisschen länger schlafen, war nämlich gestern echt wilde Silvesterparty mit ganz viel Feuer und Rauch und Lagerfeuer und kalt und warm und Böller und Raketen und Aufregung und und es gab Gin Tonic. Ja, das war lecker, das war lecker. Zurück zur WOT. Was haben wir denn dieses Jahr vor? Dieses Jahr haben wir auf jeden Fall vor, den 113er durchzugrinden. Und da seht ihr auch schon, dass ich beim 111er 1-4 bin. Nämlich dem WZ, ja, der, der Bio, der mich ja sozusagen verleitet hat, die Linie durchzuleveln. Der hatte so partiell recht, weil bis zum, ich meine, der 110er... Ich bin mit dem 110er nicht klargekommen. Ich kann nicht erklären, wieso. Der war mir zu träge, der war mir die ganze Scheiße, das passt alles nicht. Aber, für mich. Aber, der 111 1-4, der ist ja mal mega geil. Mega geil. Und ich glaube, es liegt daran, dass er eine Tier 10 Kanone trägt, die nämlich 490 Alpha macht. Und mit der Konstellation extra Güter. Brothers in Arms, Lüftung. Schießt er genau. Ihr seht es auch hier, 0,35er Streuung. Aber ganz ehrlich, das ist so eine Kanone, die bei mir fast immer genau dahin schießt, wo sie hinschießen soll. Also nix 35. Also ich würde sagen, gefühlt eher 0,28er Streuung. Geil. Richtig, richtig cool. Und vor allen Dingen wahrscheinlich die Gun mit dem geilsten Gun-Sound im ganzen Game ever. Wir haben mal drüber nachgedacht, woran das wohl liegen könnte und wir denken, es liegt daran, dass es eine 130mm Kanone ist. Also sie klingt auf jeden Fall so richtig so. Also richtig nach Verderben. Und die rollt eigentlich fast immer über 500 und das ist natürlich echt mega geil. Und dass ich mit dem gut klarkomme und dass der mir gefällt, sieht man auch an meinem Durchschnittsschaden, der ist in der Nähe von 2000, was ja für mich persönlich eigentlich so der Durchschnittsschaden auf den Zehnern ist, wenn wir uns das hier mal angucken. E50M habe ich 2,2 drauf, Object 140, gut, Object 140 zählt nicht, weil das ist mein erster Zehner, den ich hatte, glaube ich, mit, da bin ich richtig schlecht, 1,8. Patton 2,2, E5, oh, E5, Alter, bin ich auf dem E5 schlecht. Unter 2000. Badget knapp über 2000, also um die 2000 rum ist, ist sozusagen ja mein Niveau, wo ich abgeriegelt bin. Mein Bob-Level, wo ich nicht höher komme. Aber, ja, was, ja, ist halt so. Aber macht auf jeden Fall Spaß, der WZ111. Und deswegen habe ich euch, ich glaube, es ist jetzt kein super besonderes Game, aber ich habe einfach mal eins ausgesucht meiner relativ anfänglichen Games, wo, ja, wo der halt richtig geil auskellt und irgendwie auch schön präzise ist. Also das, ja, vielleicht nehme ich mal nochmal, suche ich mal auf dem Server noch ein anderes Game, was ich dann die Tage nochmal mache, wo man sieht, was der Turm kann. Denn ich sag mal, der Turm kann eine ganze Menge, wenn man sich den so anguckt. Also Leute, die hier treffen oder sowas, Gunblende sowieso noch nicht, hier alles schicki. Untere Wanne ist Papier, die ist ganz gruselig, also die müsst ihr verstecken. Und die Kuppeln oben, die sind auch nicht so mega einfach zu treffen. Also alles schick. Ja, wo führt das Ganze hin? Das Ganze führt zum 113er, der natürlich auch irgendwie ein sehr, sehr geiles Auto ist. Und da sehen wir, der kriegt, oder da sehen wir nicht, aber der kriegt halt irgendwie nochmal einen Ticken gedrungenere Darstellung. Noch einen geileren Turm, noch mehr Mobilität. Hat dann allerdings, das fand ich ganz witzig, habe ich gar nicht gewusst, hat dann nur noch eine Gun, die 440 Alpha macht. Was ich sehr schade finde, weil es nur noch eine 122mm ist, die nicht mehr so geil klingt. Und ich finde halt diesen Alpha, diesen Monster Alpha, den man in die Leute reindrückt, der ist halt schon crazy. Also das ist schon geil.
Naja, DPM wird sehr viel besser wie im 113er und ja, wo bin ich hier? Ich bin, glaube ich, gar nicht so ganz am Anfang. 70.000 habe ich auf dem Auto schon drauf, also ist noch ein bisschen, aber das wird auf jeden Fall mein Projekt für Januar werden, glaube ich, dass ich den durchlevel. Und ja, hier seht ihr übrigens auch, wie ich ihn fahre. Ich habe ihn also mit Ketten, damit ich die Lüftung auffahren kann. Den letzten Motor habe ich mir geschenkt, weil der Sprung, sage ich mal, zwischen den Motoren hier, der ist hier noch ein relativ großer, aber hier ist er ein ganz kleiner. Also das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und die extra Gun, aber wie gesagt, ne, die 130 mm erforschen. Denn sonst macht der, glaube ich, nicht so richtig viel Spaß. Gameplay, würde ich sagen. Und dann, ja, ansonsten bleiben wir, glaube ich, dabei. Freitags werde ich das Vlog immer machen, was mich so bewegt und Dinge und Sachen. Da kommt jetzt allerdings dieses Jahr, da werde ich dann, wenn es Sommer wird und wenn es wärmer wird und mein Motorrad fahrbar ist, werde ich das Vlog dann auch mit dem Motorrad machen. Und da muss ich mir nochmal so ein bisschen Mikrofonkonstellation im Helm. Ich glaube, da nehme ich so ein Handymikro, so ein. Jetzt ist es hier nirgendwo zu sehen. So ein Handy-Mikro, was ich mir irgendwie in den Helm rein operiere. Und da nehme ich dann den. Ja, das wird vielleicht auch nochmal ganz lustig. Und eine Kamera, die ich an den Helm ranklebe. Ja, so ist es. Ansonsten, ja, mache ich so viele Replays, wie ich schaffe. Und ja, King of the Kill wird es einiges geben. Bei WOT werde ich aber auf jeden Fall dabei bleiben, weil ich sag mal, diese Armer-Episode mit gar nicht mehr WOT und so habe ich gemerkt, gefällt euch auch nicht. Und insofern, ich bin ja ein Dienstleister für euch. Insofern mache ich natürlich das, was ihr wollt. Und ja. Ha, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gast. Gast. Pff. Gameplay. Oh, glaube ich, habe noch Restalkohol, glaube ich. Gameplay. Bis gleich. Da sind wir in-game. Boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das die richtige Runde überhaupt war. Ich habe mir das irgendwie abgespeichert. Keine Ahnung. Das heißt, ihr seht mich jetzt relativ unvorbereitet, aber egal. Ich sehe es gerade. Yay! Glückwunsch für mich selber. Ich habe endlich die 1500 WN8 geschafft. Das war ja mein Ziel für letztes Jahr und ich scheine es punktgenau im letzten Jahr noch geschafft zu haben. Naja, wahrscheinlich falle ich jetzt wieder, weil ich mich wie ein Depp anstelle. Ja, auf der Map. Tja, hier ist es ja immer so eine so kleine Map-Kunde am Rande. Hier ist es ja immer so eine Sache. Hat der Gegner viele Mates? Wird wohl den Rush über die Mate-Flanke hier stattfinden? Hat der Gegner irgendwie nur Heavies? Muss man sich wahrscheinlich irgendwie tendenziell eher ja, um die Stadt kümmern. Und das geht mit dem WZ. Huch, was haben wir denn hier? Mit dem WZ auch ganz gut, weil er halt. Weil er halt auch eine ganz geile Seitenpanzerung hat. Der hat ja hier, wenn ihr euch das anguckt, hier hat er Schottpanzerung, das heißt Sidescrapen. Wenn ihr aufpasst, dass man hier sozusagen nicht die Ecke so offen legt, dann ja, dann funktioniert das alles sehr geil. Jetzt bin ich direkt ein bisschen verwirrt. Der Bio noch in seinem 110er? Was war denn das? Wieso machen wir denn ein Matchmaking mit ja, keine Ahnung. Aber Bio ist ja sowieso ein Mensch, weil der sagt immer, ah, ist mir doch egal, in welches Match ich komme. Ich kann da eh was reißen. Und leider hat er auch immer recht. Ja, Bio hat sowieso. Bio hat eine Eigenschaft. Ich glaube, das liegt an seiner Grundentspanntheit. Diese verdammte Grundentspanntheit, die sowas von gruselig grundentspannt ist, dass man ja, dass man da schon fast kaputt gehen könnte. Jo, die Ecke hier kann ich euch empfehlen, aber muss vernünftig angefahren werden. Und das, was ich sehe, ist ein schönes Replay, wo ich mich kaum mehr erinnern kann, was ich gemacht habe. Eigentlich total gefährlich, was ich da mache, weil da hinten ja lauter Leute rumgefahren sind, die irgendwie. Habt ihr diesen Gun-Sound gehört? Ja, also ganz ehrlich, da kassiere ich hier auch zurecht, weil das hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass die da hinten rumkommen. Und das ist auch. Oder wartet mal, jetzt können wir. Nein, geh aus dem Zoom raus, Commander. Geh aus dem Zoom raus. Ja, ich zeige es gleich. So, hier sehen wir schon, was Phase ist. Wir sehen es natürlich nicht, weil guckt euch die Ecke an, hier optisch die Ecke. Und was müsst ihr beim Sidegrapen bei dem beachten? Ihr müsst beachten, na gut, wir gucken es von oben. Ihr müsst beachten, hier ist ja die Fläche, ne? Ihr müsst beachten, dass die euch hier nicht reinschießen können. Also ruhig einen Ticken mit dem Auto weiter aufwinkeln, weil diese Seite ist wirklich, die Kette und sowas, das ist wirklich okay. Da kannst du gut mitarbeiten, das macht Spaß. Also. Ja, die Jungs haben da hinten natürlich
Ja, gut, das war jetzt zu viel des Guten. Das werden wir wahrscheinlich auch. Nee, durch diese. Durch die. Das war von vorhin. Durch die Kette geschossen. Das haben die Jungs verkackt da hinten. Du kannst nicht hinter den Häusern stehen. Die ganzen fetten Heavys sind. Naja, gut. ST1, da müssen wir jetzt irgendwie nicht mehr. Ja, aber. E1. That's the way. Und ich meine, so seid ihr hier mit dem Auto an der Ecke ja, nahezu wasserdicht. Es sei denn, die Gegner laden irgendwie HE rein und das ist dann natürlich Bam. Ja, was ich mal übersetzen kann, was wahrscheinlich so viel heißt, wir haben den verkackten Russen in sein vorderes Kettenrad geschossen und sind mal wieder nicht durchgekommen. Das werde ich übrigens dieses Jahr auch noch machen. Ich werde den Weg zur IS-4 fertig machen, denn ich habe den KV-4, habe ich damals abgebrochen, weil ich es nicht ertragen konnte, aber das werde ich weitermachen. Und wenn der KV-4, ein Auto sein wird, was ich einfach nur doppel, aber ich will die IS-4 haben. Ich habe neulich wieder gegen die IS-4 gekämpft und habe mir sowas von die Zähne ausgebissen an der IS-4, also wirklich mit Gold und hast nicht gesehen, ich bin da ums Verrecken, also ich kenne die, durchaus, ja, dem Kollegen da vorne auf die Platte schießen ist natürlich dann, ja, das geht immer aus dem Winkel. Jo, hier haben wir jetzt sehr schön Bio in Not irgendwie. Nee, Daniel in Not. Sei alles nicht so ultra fett aus. Aber guck mal, 532 ist doch geil, oder? Ich meine, man nimmt die dicken Tanks mit 4 Schüssen irgendwie raus. Und das ist schon, ja, das ist schon irgendwie fett. 519. Sind doch ganz leckere Hits, finde ich. Also kann man, ja, die, Tiger B, haben wir nicht gesehen in-game, aber hier war auch Gewusel. Also in-game war mega Gewusel und, naja, das war aber auch so ein Game, wo ich gesagt habe, okay, pass auf, es läuft, ohne Frage. Da kann man jetzt auch mal ein bisschen aggressiv fahren, aber, das macht dann natürlich auch ganz oft irgendwie so den Kopf zu. Wenn du dann sagst so, ich hab jetzt irgendwie YOLO-RNG. Gut, da habe ich gesehen, alles klar, wunderbar, den brauche ich immer als Deckung. Der hat geschossen, das läuft schon mal ganz gut. Und damit war dann, haben wir dann hier auch relativ effizient aufgeräumt. So, jetzt war die Problematik, eine ISO noch nicht offen, Rheinmetall noch nicht offen, Prototyp offen drüben auf der Seite, der ist kein Problem, aber eine ISO und einem Rheinmetall habe ich gesagt, oh, sorry, ich erstmal nicht alleine vor und ja, das war aber auch egal, ihr seht's, Bahn hier, guck mal, wo der Schuss hingeht, zack! Genau in die Mitte. 484 nebenbei, ein lächerlicher Low Roll, was ja schon fast, da könnte man ja schon fast wieder das Kotzen kriegen und das Flamen anfangen. ja, also kann man sich über die Gun beschweren? Sie snapshottet, sie ist präzise, sie hat einen Reload von 10, hast du nicht gesehen, kann ich mit leben. Und, ja, was will man mehr? Außer, dass man nicht sieht, wo der Gegner steht, weil man die Umrisse nicht vernünftig sieht. Aber da kann ja nur auch die Gun nichts für oder der ganze Tank. Zack, offen, bam. Was geht mehr? Was geht mehr bei dem Auto? Irgendwie 830 gebounced, schön fast 5000 Schaden ausgekillt. Und so eine Runde, sag ich mal, ja, 5000 Schaden bei mir, nicht so täglich, aber es sind schon öfter mal ganz geile Runden bei. Klar, die anderen Runden bist du dann irgendwie, wirst du frittiert, gleich am Anfang, deswegen regelt sich halt auch der Schaden nicht bei 5000 ein bei mir, sondern halt eben auf 2000. Aber, ja, das, ja gut, hier habe ich dann, glaube ich, nochmal Quatsch gemacht, weil ich mir dachte, ja, genau. Aber seht ihr, wo der Schuss hin... Commander Fail. Commander drückte einfach auf den falschen Knopf. Ich wollte das Game anhalten und nicht... ja, machen wir einfach. Ja, also zurückzukommen, seht ihr, wo der Schuss hingegangen ist? Also wahrscheinlich hätte ich die IS-3 in die Kuppel auch noch, vielleicht auch noch rausgenommen.
Geile Kanone. Geile Kanone, geiler Turm. Klar, Sidescrapen, jetzt haben wir es eigentlich schön. Genau. Übertreibt man das Sidescrapen, dann schießen sie dir natürlich auch hier vorne in die Platte. Aber wenn du sozusagen die Hauswand hier hinpackst, ja, und den Rest so in dem Winkel, ja, ruhig so, in dem Winkel rausgucken lässt, geht das mit dem Teil. Der kann auf jeden Fall Sidescrapen. Durch, natürlich hier, durch die Schottpanzerung, die hier ist, aber auch die stabilen Ketten. Und schönes Auto, macht wirklich Spaß. Da braucht man keine Free XP. Da kann man einfach so flockig durchspielen. Naja, gut, man braucht schon Free XP, weil man eine dicke Gun braucht von dem. Ne? Ohne die macht der natürlich automatisch nicht so viel Spaß. Naja, Gefechtsauswertung schauen wir uns gleich noch an und dann sind wir auch durch. Bis gleich. So, jetzt kann ich mal die richtige Taste drücken hier. Stopp! Jubbidi-jupp, das ist es. Erster Klasse sogar gegeben. Sehr schön, 65.000 Brutto-Credits. 1,8 XP. High-Kaliber. So, was natürlich der Punkt ist, wenn du, wenn man das Ding so mit den Verbrauchsgütern und dem ganzen Krempel fährt. Na, das kostet natürlich die 20.000 hier Premium Consumables, also sozusagen extra Nahrung. Ja, die kloppen ganz schön rein. Und ich mache mit dem auch, wenn ich nicht so gute Runden habe, Minus. Aber ich finde, lieber irgendwie ein paar Runden Gold-Tank fahren und die Credits wieder reinholen, als einen Tank haben, der einem keinen Spaß macht. Ich könnte jetzt mal versuchen, die Premium Consumables rauszunehmen und mal gucken, ob der immer noch so geil performt. Wahrscheinlich schon. Aber momentan läuft das für mich ganz gut. Ich habe ein super gutes Gefühl, wenn ich mit dem so agieren kann. Und Feuerlöscher, nee, warte mal, sind nicht momentan sogar die Dinger vergünstigt? Premium-Löscher und so ein Krempel, glaube ich, schon. Aber der, ja, das muss ich mal gucken. Also auf jeden Fall ein sehr schönes Auto und macht Spaß, macht Schaden und kann man mitleben. Wie gesagt, ich suche jetzt nochmal ein Monster Bounce-Video irgendwie raus und mache das die Tage auch nochmal, weil das interessiert mich selber, was da möglich ist. Man sieht es ja schon manchmal, wenn man mit dem Turm geil steht, irgendwie an einem Schuppberg oder sowas, dann prallt alles ab. Also wenn du dann noch ein bisschen hin und her wackelst da und ein bisschen Distanz hast, ne? Also ich sag mal so, keine Ahnung, 300 Meter oder sowas zum Gegner, im Turm dann noch wackeln, treffen die auch die Kuppel nicht. Also das ist eine feine Sache. Da packen die dann, hatte ich auch schon mal, da packen die dann eben HE aus und machen dann Mickey Maus Schaden an einem. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was natürlich bei diesem Tank auch wie bei allem immer wichtig ist, den Skill zu skillen, dass man mit kaputter Kanone noch schießen kann. Weil die Kanone halt bei so einen Geschichten über den Schuttberg gucken und nur Turm zeigen halt öfter mal getroffen wird. Aber das ist, finde ich, eine Sache, mit der kann man leben, mit dem Skill. Also das ist alles wunderbar. Macht's gut, ein erfolgreiches 2017 für euch nochmal und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Macht's gut, ciao, ciao.